Hi, danke für das Vertrauen und über 20.000 Abonnenten hier auf dem Kanal. Ich werde auch in Zukunft weiter über meine Anlage und über andere Anlagen berichten, Erfahrungsberichte erstellen, intelligente Vernetzung zeigen, neue Produkte vorstellen und natürlich Planungshilfen und Tipps zu Photovoltaikanlagen und Speichersystemen geben. In diesem Video zeige ich dir nun, wie wir es hier bei uns zu Hause mit einer nach Südwest ausgerichteten Anlage mit 8,75 Kilowatt Peak Leistung und doch einem recht amtlichen Verbrauch auf weit über 90% Autarkie schaffen. Gerade wenn man über die Anschaffung einer Anlage nachdenkt, ist es, denke ich, sehr interessant zu sehen, wie es dann tatsächlich in der Realität aussieht und funktioniert. Wenn du selbst auch eine Anlage betreibst, dann teile doch gerne hier deine Erfahrungen in den Kommentaren unten. Wie hat sich zum Beispiel dein Umgang mit dem Strom im Haushalt verändert etc.? Das ist gerade für diejenigen, die ins Thema einsteigen, super interessant und der Austausch in der Community hier ist da, denke ich, eine tolle Sache. Du möchtest dir eine Photovoltaikanlage anschaffen und deinen eigenen Strom erzeugen und dich unabhängiger von Strompreissteigerungen machen, kennst dich vielleicht aber nicht aus, findest die Informationen überfordernd und möchtest nicht zu viel zahlen. Ich begleite dich in meinem Photovoltaik-Online-Kurs bei dem gesamten Prozess, sodass du teure Fehler vermeidest. Lass dich also gerne an den Start am Montag erinnern und trag dich unverbindlich in die Liste ein auf www.sonnefreihaus.de. Den Link findest du hier unten auch in der Videobeschreibung. Und jetzt herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnefreihaus und viel Spaß im Video. In diesem Video zeige ich dir, wie wir an vielen Tagen im April und die Gesamtauswertung dafür, April kommt noch, fast 100% autark waren. Ich gehe auch darauf ein, woran es liegt, dass es nicht 100% waren und zeige dir, wie wir es geschafft haben, unseren doch recht hohen Verbrauch fast ohne Netzbezug und somit ohne zusätzliche Stromkosten abzudecken. Außerdem habe ich ja im Intro schon darauf hingewiesen, dass es in Zukunft noch mehr um intelligente Steuerung und Vernetzung gehen wird. Ich zeige dir also bald noch Einblicke in dynamische Tarife und werde prüfen und regelmäßig berichten, ob diese dann wirklich zu den wirtschaftlichen Vorteilen führen, die man so oft hört. Also habe ich hier in diesem Video recht viele Themen und wenn du zu einem bestimmten Thema direkt hinspringen möchtest, kannst du einfach die Kapitel hier unten nutzen und direkt dorthin springen. Ich hatte es ja schon gesagt, meine Anlage oder unsere Anlage hier ist 8,75 Kilowatt Peak groß. Das sind 27 Module mit 325 Watt Peak. Und im Keller stehen noch zwei Speicher mit jeweils 10 Kilowattstunden. Darauf komme ich dann auch gleich nochmal zu sprechen, denn die haben einen großen Einfluss darauf, warum wir hier über 90% Autarkie haben, aber halt auch darauf, warum wir keine 100% erreichen. Dann habe ich hier nochmal einen Wechselrichter und der erzeugt jetzt gerade noch 1430 Watt, also 1,4 kW. Ich möchte dir in meiner App gleich am Computer dann einmal zeigen, wie die Erzeugung und mein Verbrauch hier ausgefallen sind und wie es in der Realität möglich war, auf 98% Autarkie zu kommen. Hier am Computer zeige ich dir nun einmal anhand von zwei Tagen, wie unsere Erzeugung und unser Verbrauch aussahen und wie wir durch unser Verhalten auf 98% Autarkie gekommen sind. In dieser ersten Folie schauen wir einmal auf den 22.04., also auf den gestrigen Tag. Du siehst hier die Erzeugung und es wird schnell deutlich, dass diese in der Mittagszeit mit knapp 7 kW am höchsten war. Nun blende ich dir die Erzeugung noch einmal kurz aus und zeige dir hier einmal nur den Verbrauch. Was auffällig ist, ist der starke Sprung um etwa 8.30 Uhr. Hier habe ich per Hand das Beladen des E-Golfs gestartet. Aktuell ja leider per Hand, da die Wallbox noch nicht wieder funktioniert. Die Spitzen zwischen 12 Uhr und 18 Uhr im Verbrauch sind dann noch die Waschmaschine, Strombezug fürs Kochen und am Abend läuft dann noch der Trockner. Werfen wir nun einmal einen Blick auf die Erzeugung und die Nutzung des Stroms. Was du hier sehen kannst, ist, dass der Großteil des genutzten Stroms in dem Zeitfenster liegt, in welchem unsere Photovoltaikanlage Strom erzeugt. Hätte dieser Strombezug in der Nacht oder am Morgen stattgefunden, wäre ein Netzbezug die Folge gewesen. Denn insgesamt waren es gestern 27,8 Kilowattstunden, welche wir hier genutzt haben. Das wäre also in den meisten Fällen trotz Speicher schwer abzudecken gewesen. Ich nehme nun die Darstellung des Direktverbrauchs mit in die Ansicht hinein und dadurch wird, wie gerade erklärt, schnell deutlich, dass durch den erzeugten Strom aus der PV-Anlage ein großer Teil unseres Strombedarfs direkt abgedeckt wird. Und trotz dieses Direktverbrauchs wurde der Speicher geladen. Das zeige ich dir hier nun in der nächsten Folie. Wir kommen also mit etwa 48% Ladestand in den Morgen. Und sobald der Strombedarf durch das Laden des Elektroautos ansteigt, fällt die Ladekurve des Speichers auch stark ab, da hier noch nicht genug Erzeugung stattfindet. Erst gegen 10.45 Uhr etwa
reicht die Erzeugung, um den Bedarf zu decken, und von dort an wird dann auch der Speicher geladen. Auch schön zu sehen ist, dass der Verbrauch am Abend nochmal gut durch den Speicher abgedeckt wird. Durch dieses bewusste Nutzen des Stroms zu dem Zeitpunkt, wenn er durch die Solarmodule auf dem Dach erzeugt wird, haben wir es also an diesem Tag geschafft, den Bedarf von 27,8 Kilowattstunden fast komplett ohne Netzbezug abzudecken. Auch den 21.04. möchte ich dir einmal zeigen, gehe hier aber nicht mehr so ganz ausführlich darauf ein. Es fällt aber wieder auf, dass der Verbrauch hauptsächlich in der Zeit der Erzeugung der Photovoltaikanlage liegt. Und wenn wir auch hier einmal auf die Tageszusammenfassung schauen, dann sehen wir auch hier 98% Autarkie bei einem Strombedarf von 30,7 Kilowattstunden. Du siehst hier anhand des Elektroautos ein Beispiel für einen recht hohen Verbrauch. Aber auch andere Geräte wie Split-Klimaanlagen, eine Wärmepumpe oder zum Beispiel eine Brauchwasserwärmepumpe benötigen Strom, um deinen Haushalt mit Wärme oder warmem Wasser zu versorgen. Je mehr du davon in die sonnenreichen Stunden legen kannst, desto besser für die Wirtschaftlichkeit deiner Anlage, da du weniger Netzbezug und dadurch weniger Kosten hast. Also ich habe ja gerade schon erzählt, dass wir hier versuchen, den Strom wirklich dann zu nutzen, wenn er erzeugt wird. Das ist aber natürlich, und dessen bin ich mir auch bewusst, nicht für jeden machbar. Aufgrund von beruflichen Tätigkeiten sind ja einfach viele Menschen tagsüber nicht zu Hause. Dann erzeugt die PV-Anlage aber den meisten Strom. Und da stellt sich natürlich die Frage, was tun? Du kannst natürlich deine Geräte mit Timern so einstellen, dass zum Beispiel die Geschirrspülmaschine dann startet, wenn erfahrungsgemäß viel Strom erzeugt wird. Das ist auf Dauer, genauso wie das Waschen zu Sonnenstunden, schon mal eine gute Sache, um deinen Netzbezug möglichst gering zu halten. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du einen Speicher hast und dieser dich über die Nacht versorgt. Aber mit zum Beispiel großen Verbrauchern wie einem Elektroauto ist das dann auch keine wirkliche Lösung, über die Nacht zu kommen. Da machen dann intelligente Systeme Sinn, welche dein Verhalten einlernen und dann die Stromflüsse in deinem Haus so steuern, dass du den besten wirtschaftlichen Vorteil aus deiner Anlage nutzen kannst und gleichzeitig aber auch Ökostrom nutzt. Zu diesen Systemen erfährst du hier auf meinem Kanal dann jetzt bald mehr. Das ist übrigens auch ein Thema in meinem Photovoltaik-Online-Kurs, den ich eingangs ja schon erwähnt habe und wo ich dich bei solchen Fragen dann auch unterstütze. Fährst du nun also elektrisch und hast kein intelligentes Energiemanagementsystem, so kannst du trotzdem mit einer smarten Wallbox zum Beispiel möglichst viel Überschussstrom laden. Das funktioniert allerdings auch nur dann, wenn du zu Hause bist, beziehungsweise wenn dein Auto zu Hause ist. Gehen wir nun mal von einem Tag aus, an dem du zu Hause bist und dein Auto auch, dann kannst du also das Elektroauto einstecken und über die Wallbox steuern, das nur geladen werden soll, wenn deine PV-Anlage Strom erzeugt. Genauso mache ich es hier in der Regel auch und dadurch werden dann meine Verbräuche von teilweise über 40 Kilowattstunden am Tag auch fast komplett ohne Netzbezug abgedeckt, also durch die PV-Anlage wird der Strom hier geliefert. Du merkst schon, ein Elektroauto ist ein Beispiel dafür, was wirklich ein großer Verbraucher ist. Eine Wärmepumpe gehört ebenfalls zu den Geräten, die viel Strom benötigen. Also durch das gezielte Beladen unseres Elektroautos haben wir es hier an den gezeigten Tagen zumindest geschafft, den hohen Verbrauch komplett durch die PV-Anlage zu decken. Obwohl die Wallbox ja aktuell nicht funktioniert und ich mit der ganz normalen Haushalts-Schuko-Steckdose mit 2,3 kW Leistung geladen habe. Bei so großen Verbrauchern kann es zukünftig übrigens noch mehr Sinn machen, zum Beispiel den Strom tagsüber, den überschüssigen Strom, ins Netz einzuspeisen, um der Einspeisevergütung Einnahmen zu generieren und dann nachts günstigen Strom, also günstiger als die Einspeisevergütung, dann aus dem Netz den Strom zu beziehen und damit das Auto zu beladen. Das geht allerdings nur mit dynamischen Tarifen und durch intelligente Steuerung. Dazu werde ich hier, wie gesagt, in Zukunft noch mehr berichten. Und wenn dich solche Themen interessieren, dann lass mir gerne ein Abo hier. Und nun wollte ich ja noch darauf eingehen, warum wir hier eigentlich 100% Autarkie nicht erreicht haben. Das liegt daran, dass der Wechselrichter netzgebunden ist und immer ein paar Watt verbraucht. Und auch die Speicher benötigen im Standby Strom. Zudem dauert es einfach immer einen kleinen Moment, bis die Speicher sich auf die Last im Haus eingestellt haben. Das heißt also, schaltest du ein Gerät ein, so dauert es einen Moment, bis der Speicher die passende Leistung bereitstellen kann. In diesem kleinen Übergangsmoment kommt es dann ganz einfach zum Netzbezug. Somit bin ich hier also nicht auf 100% Autarkie gekommen, sondern nur auf 98%, was also bei einem Verbrauch von 30,7 Kilowattstunden 0,5 Kilowattstunden entspricht und das kann ich gerade noch so verkraften. Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn du Fragen, Rückmeldungen oder auch Kritik hast, schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ich finde den Austausch hier in der Community super spannend und inspirierend und freue mich von dir zu lesen. Wenn du selbst eine Anlage anschaffen möchtest und unsicher bist, ob das was für dich ist
ob generell eine PV-Anlage für dich Sinn macht, dann lad dir gerne meine kostenlose PV-Checkliste auf www.sonnefreihaus.de herunter. Den Link findest du hier unten auch in der Videobeschreibung. Und wenn du loslegen möchtest, aber unsicher bist, welche Komponenten die richtigen für dich und deine Situation sind und du teure Fehler vermeiden möchtest, dann komm in meinen Photovoltaik-Online-Kurs. Hier kannst du alle deine Fragen stellen, ein Angebot hochladen und Rückmeldungen dazu erhalten und dich mit Gleichgesinnten dann auch austauschen. Ich freue mich tierisch darauf, dich und dein Projekt kennenzulernen und dich bei deinem spannenden Prozess zu begleiten. Erstmal bis bald und sonnige Grüße.